Aber immer noch kein Lehm. Fuck's sake. Und klar und sonnig. Und Leben schwer. Vielleicht kriegen wir Lehm. Endlich. Plan im Voraus. Wenn es um Baum herum blockiert, wird das Wachstum beeinträchtigt. Das ist euer Obstbaum dann endlich herangewachsen. Greifen jeden Tag neue köstliche Früchte für jetzt alles Zeit sparen. Gut. Gut, gut, gut. So, noch 5 Tage. Für die. Ah, Moment. Brauchen wir gar nicht zu gießen. Und wir kriegen sogar nochmal Erdbeeren. Oder? Yes! Jetzt habe ich leider nicht. Ich glaube, 5 Tage sind es tatsächlich, die wir brauchen, um zu wachsen. Und jeder Monat hat, glaube ich, genau wie in Harvest Moon 31 Tage. Das heißt, wir kriegen eventuell noch eine Ernte raus aus den Erdbeeren. Okay, das ist tatsächlich eine Erdbeere dahinter übrigens, in der Vogelscheuche. Gut zu wissen! Wir müssen auch das Layout ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich mache das in dem Fall im, ich werde die ganzen Felder dann gleich mal weghauen. Also in denen wir kein, nichts angepflanzt haben. Und dann machen wir den nicht so diagonal, horizontal, sondern so, ne? Sieht dann, glaube ich, ein bisschen besser aus. Denn so langsam müssen wir eben dran denken, was pflanzen. Ich glaube, dieser Blumenkohl wird nicht rechtzeitig fertig werden. Langsam müssen wir auch nachdenken, was wir eben im nächsten anbauen, im nächsten Jahr, in der nächsten Jahreszeit. So, das meiste behalten wir natürlich für Madu. Ja. Genau, jetzt haben wir hier nämlich schon mal die Felder weg. Aufpassen, dass wir nicht aus Versehen hier die Bohnen noch mitfällen. Und machen schon mal die nächsten bereit. Weil dann machen wir das ein bisschen anders, wie angesprochen. Nämlich machen wir das dann folgendermaßen. Wir machen das so. 3, 4, 5. Und dann machen wir hier eins. Obwohl. Wir lassen hier noch ein bisschen Platz. Machen dann hier weiter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sieht doch direkt gleich schon viel besser. Ups. Direkt gleich schon viel besser aus. Und ja, die Quest von unserem lieben Anglerfreund, die haben wir natürlich gefailt, weil das Game mir keine Sardellen gegeben hat. Das aber nur so nebenbei erwähnt. Ich finde nicht nachtragend in sowas, aber ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Hashtag never forget. Ne, das passt eigentlich so, ja. Genau. Hier müssen wir dann eben noch schauen. Die werden wir dann weghauen, wenn es dann soweit ist. Aber das können wir auch schon mal wegfrieseln hier. Weil wir haben jetzt hier so ein bisschen alles querbeet durchgemacht, was daran lag, dass wir eben verschiedene Samen natürlich bekommen haben. Deswegen konnte ich das nicht alles so in einer Reihe halten, wie ich das eigentlich wollte. Aber wir schauen mal, dass wir das in der nächsten Jahreszeit dann wirklich. Eine Reihe nur eine Saat, nächste Reihe nur eine Saat und so weiter. Dass es eben auch ein bisschen nach was aussieht. Mittlerweile, okay. Fucking finally. Jesus. Ich habe schon nicht mehr damit gerechnet jetzt. Gut. War das hier? Brauchst du ein paar Dinge? Nee, Moment, halt, falsch. Ich muss Richtung Madu. Da bekommen wir die Sachen ja her. Okay. Also Silo. 6116. Und Hühnerstall. Damit sind wir knapp bei 2000. Also noch genügend für die ein oder andere Saat. Moment, was brauchen wir eigentlich nochmal für eine? Weil das wäre eventuell eine Überlegung wert. Kohle brauche ich dafür, eine weitere Vogelscheuche schon mal zu platzieren, damit wir hier unten den Platz ebenfalls abgedeckt haben. Wobei, hier möchte ich eigentlich größtenteils nur einen Wald haben. Wie ihr das vielleicht schon gesehen habt. Kayako! Ja, die Beste. Die Beste. Ja, ich hätte sie gerne mit zum Tanz genommen, aber... Leider nicht möglich, schade.
Genau, die Kollegin ist ja übrigens sowieso Schreinerin. Warte mal, was haben wir eigentlich heute? Donnerstag? Donnerstag. Ab 9 Uhr in der Klinik, okay. Also sie kann in der Klinik, perfekt. Madu, was für ein Zufall, dich hinzutreffen. Oh, wir haben eine Quest. Von 6 grünen Schlangen. Ach, easy. Easy, 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 easy. Oh, Energietonikum und Muskelbalsam. Okay. Ich glaube nicht, dass es ein Herz direkt schon dazu gibt. Das wäre ein bisschen krass. Aber wir schauen mal. Oh, wow, Love Jungle, das haut mich um. Ah! Ja. Was haben wir denn hier? Achso, dafür. Okay. Gut. Ich habe vor, diesen Sommer viel Zeit mit meinem Teleskop zu verbringen. Ja, anscheinend nicht mit mir. Naja. Okay, gut. Danke für die Info. Wird sich noch ändern. Definitiv. Können wir eigentlich jetzt schon Samen für den Sommer kaufen übrigens? Moin. Ich glaube nicht, ne? Frühling? Nee. Okay. Nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Oh, das sind sogar, andere Boten diesmal, ne? Katalog bringt die unlimitierten Zugriff auf alle Tapeten und Böden. Hm. Für 30.000 allerdings, Jesus. Okay. Ah, ich warte damit noch. Oh, okay. Wir haben einen noch größeren Rucksack haben wir hier. Wie viel? 10.000! Ist klar. Brauchen wir aber eigentlich momentan noch nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall schon mal Bass. Was geht denn? So. ...6.000 für einen Baum. Größtenteils. So, jetzt. Was ist eigentlich Haus verbessern? 10.000, okay. Und 450 Stücke Holz, ja, okay, das ist leicht. Aber von so weit sind wir von 10.000 noch nicht entfernt. Ich glaube, im Sommer kriegen wir das schon hin. Denke schon. Schleimstall. Hartholz brauchen wir dafür. Ah ja, genau, das ist das Holz, das man von diesen harten Baumstümpfen, das wir eben eine verbesserte Axt brauchen, eben herbekommt. 100. Und ich glaube, Hartholz. Braucht man nicht Hartholz auch für die Verbesserung vom Haus? Ne, normale Stücke Holz. Ich glaube, wir können es dann nochmal upgraden. So ein bisschen wie Papers, Please eben. Also, wo ist denn das Silo hier? Silo, da haben wir es. Do it! Oh, nice. Okay, die Frage ist, wo wir die Stelle letzten Endes errichten, ne? Wahrscheinlich dann hier so, ne? Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem Hof... Silo zu arbeiten. Danke. So. Nee. Was? Achso. Okay, jetzt haben wir momentan keinen Zugriff da auf die anderen Sachen. Macht Sinn. Okay. Okay. Also wir haben keinen Zugriff auf die anderen Sachen, weil sie erstmal das fertig bauen muss. Aber ich habe hier mein schlaues, meine schlaue Wiki-Page. Für Hühnerstall brauchen wir 300 Holz, 100 Stein haben wir, 300 Holz haben wir auch locker, 4000 Gold. Okay, also sobald sie das fertig hat, können wir direkt sie anhauen und sagen, yo, sieht super aus, das Silo, jetzt brauche ich nur noch einen Hühnerstall und dann boom. Ein bisschen Gold brauchen wir dann auch noch für die Hühner und dann sollten wir eigentlich auch genügend noch haben für die Saat. Und damit sollten wir eigentlich safe sein. Achso, stimmt, genau. Richtung Mine sollten wir am besten gehen, damit wir da schon mal die Quest erledigen können. Wie viel gibt es dafür? 360 für 6 grünen Schleim. Gut, das ist ein bisschen random natürlich, ob wir die jetzt als Gegner bekommen, aber in den ersten paar Ebenen sollte das eigentlich kein Problem sein.
Deswegen gehe ich auch gar nicht erst in Ebene 20 oder so, weil da ist es dann... Haben wir ja gesehen, dass uns größtenteils diese Drecksfliegen, die auf einen zukommen und einen angreifen. In den früheren Ebenen haben wir dann schon eher die Möglichkeit, dass wir da auf genau die Kollegen eben treffen. Auf unsere lieben schleimigen Freunde. Oh, Moment. Das war falsche Richtung, glaube ich, ne? Ja. Allerdings. Jawohl. Gehen wir einfach nochmal direkt in Ebene 1. Aber nee, wir gehen in Ebene 5, weil ich glaube, in den ersten paar Ebenen ist es noch nicht so wahrscheinlich, dass man direkt Encounter hat. Wobei ich jetzt hier auch gerade noch keine Gegner höre übrigens. Okay, da haben wir schon mal einen. Zwei, nice. Noch besser. Ach, es waren nur sechs vor allem. Ich dachte irgendwie gerade zehn. Noch leichter. Was das gerade für ein Geräusch übrigens ist. Klingt aber zumindest nicht gut. Ja, je nach Sounddesign. Gehen wir mal Ebene 10. Das ist schon eher meine Tunes hier. Lo-Fi Hip-Hop Station. Ups. Shit. Das waren drei, vier. Die halten aber echt verdammt viel aus. Im Vergleich zu den Sachen, die man später eigentlich auch noch findet, in tieferen Gebieten, haben die noch mit die meiste, oder halten die immer noch nach wie vor mit das meiste aus. Irgendwie ist ein bisschen merkwürdig. Ups. Das mit dem Lehm ist echt ein bisschen komisch, dass es so selten ist und Kohle vor allem auch. Man kann das irgendwie keinem wirklichen Stein hier zuordnen. Das Einzige, was man wie gesagt wirklich zuordnen kann, ist Kupfererz. Und das kann man ja auch noch random finden. Ich denke mal, je tiefer man in den Dungeon vordringt, desto wahrscheinlicher oder desto wertvoller sind die Sachen, die man dann eben letzten Endes findet. Noch einen grünen Schleim brauche ich. Da haben wir ihn. Thanks for appearing, my friend. Very nice. Louis. Ach, der Bürgermeister. Will do. Will do. Mm. 18:40 Uhr. Ich denke mal so bis 20 Uhr wird es kein Problem sein, da vorbeizuschauen, oder? Sollte okay sein. Mr. I've become so gone. Nam. Du bist immer hier willkommen, auch wenn du nicht einkaufst. Was habe ich denn heute gemacht? Vor allem, ich habe direkt noch einen weiteren Auftrag. Nämlich das Silo. Und das kommt definitiv noch. Silo Wanders, nenne ich das dann, weil es gebaut ist. Yes! Das passiert, wenn man Humor 1 geskillt hat. Solange man sich selber amüsiert, ist alles okay. Das sagt zumindest mein Psychiater immer. Shatintia. Ich habe ihn ja ein paar Mal gesehen, wie er seine Beten da hier wässert. Moin! Alaftan, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können in Gruppen ziemlich gefährlich sein. Es sollte dank deinen Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ich danke Ihnen
In der Kneipe ist nachts manchmal viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Juicebox. Achso, ja, ist noch gut. Können wir den... können wir den Bürgermeister ebenfalls... hätten wir ihn ebenfalls um einen Tanz bieten können beim Blumenfest? Wahrscheinlich nicht. Also es ist möglich. Deswegen habe ich ja gesagt hier, Maru has got competition. Nicht wirklich. Mit Sam. Boah, ich kann aber keine Ahnung habe, wo der Kollege wohnt übrigens. Aber davon mal abgesehen. Ich habe mit... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe mir zuerst die ganzen Typen angeschaut in Stardew Valley. Und habe mir so überlegt, okay, wenn mir einer davon gefällt... Schnapp ich in mir, aber das irgendwie, weiß ich nicht. Und gerade Shane, so wie der Kollege mir zum ersten Mal hier entgegenkommt, ist, warum soll ich mit dir reden? Ich kenne dich gar nicht. Natürlich, wenn wir nicht reden, dann wirst du mich auch nicht kennenlernen, du Idiota. Spanisch, aber Latex. Okay. Davon mal ganz abgesehen. Okay, Fasern behalten wir, weil das brauchen wir eventuell unter anderem für die... Moment. Das behalte ich. Brauchen wir für die Vogelscheuchen. The Quest for Lehm. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Genau, 300 Holz brauchen wir dann auch noch für... Oh, Hartholz haben wir auch schon einmal. Ah, genau, ich glaube, das haben wir ja beim Mining gefunden. Brauchen wir noch für... Für den Hühnerstall. Und ich muss auf jeden Fall schauen, da, ich glaube, da können wir jetzt schon mal mit anfangen eigentlich, dass wir hier schon mal ein bisschen abholzen, damit wir hier die ganzen Ställe und so weiter hinbauen können. Ups. Das ist nicht die Axt, das hier ist die Axt. Sehr gut. Okay. Okay, momentan sehe ich in dem Fall extrem wenig. Was nicht so von Vorteil ist. Den müssen wir vielleicht noch ein bisschen anders platzieren. Das ist ein bisschen... Aber es ist der einzige Ort, an dem wir es platzieren können. Das ist so ein bisschen das Problem. Spitzhacken-Effektivität plus 1 Kochrezept. Bergarbeiter-Leckerbissen. Sieht ja nach einem Lolli aus. Ich glaube nicht, dass Bergarbeiter wirklich darauf stehen. Aber okay. Okay. Oh, 2128. Gah! That's that shit. Hell yeah. So, Wetter bricht. Wir haben morgen eine leichte Brise, eine Menge Pollen. Und ein wenig extra Glück. Das Ding müssen wir mal hier irgendwie anders platzieren. Warum kann ich das hier nirgendwo platzieren? Oder muss es an der Wand stehen? Nee. Komisch. Es geht nur hier unten. In den. Oh, Moment. Ah, ja, okay. Das macht schon. Okay, ja. Ich muss natürlich daneben stehen. Macht Sinn. Okay. Akzeptiere ich. Was haben wir denn hier? Das haben wir gehört, mein Schatz. Also hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles liebe Mama. Umschlag. Etwas Geld mir gefunden. Das ist ein Nopa hinterlassen. Schöne Sache, schöne Sache. Schön. Ah, okay, und die Kollegin ist gerade schon hier schön am Werkeln. Sehr schöne Sache. Im Bau. Gut, kann leider nicht mit ihr interagieren. Aber gut. Der Herr bedankt sich schon mal. Wir haben gesprochen, ob der Blumenkohl hier noch rauskommt. Ich glaube fast nicht. Bisschen schade, aber okay. Moment, ich nehme mal ein bisschen was hiervon mit. Und dann machen wir hier Crafting. Und dann hauen wir hier mal schön... Wir brauchen fast eine zweite Kiste übrigens. Bisschen Köder, bisschen Köder, bisschen Köder. Noch ein bisschen mehr. Yes, that's that shit. That's that good, good. Können wir direkt alle hier platzieren? Yes, sweet. Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall Mass Value. Okay, und da sieht er gerade schon schön rumverwerkelt. Du beginnst, werde ich mich da gleich mal dazu gesellen. Denn wir müssen hier noch ein paar Sachen fällen. Ich weiß nicht, wie lange das genau dauert, bis das Silo fertig ist. Wahrscheinlich ein bisschen. Aber ja, ich werde schon mal hier ein bisschen was absäbeln, damit wir hier direkt daneben die... Mein Gott. Na!
direkt daneben die nächsten paar... den Hühnerstall zumindest schon mal bauen können. Und eventuell auch noch die ganzen anderen Sachen, die wir noch hier bauen werden. Dass wir die hier schön auf der linken Seite der... Festung. Auf der linken Seite der Farm haben. Kann das absäbeln? Komisch. Na gut. Ich glaube, dieses komische Klirrgeräusch kommt von ihr wahrscheinlich. Wir haben schon mal 3 Kiefernzapfen. Die können wir alle noch hier unten mit platzieren. Dass wir das auch alle auf einem Haufen haben quasi. Ich glaube, direkt unterhalb platzieren oder oberhalb. Weiß auch nicht, wie viel Platz das genau einnimmt. Das Ding will ich auch mal loswerden. Aber anscheinend geht das gar nicht, ja? Ah, fuck. Bisschen Energie gewastet. Aber selbst die kleinen Dinger hier, die halten einiges aus. Oder kann ich das überhaupt... Wahrscheinlich kriege ich das gar nicht down, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber das ist auch gut, dass es eben freie Platzwahl gibt. Das macht das Ganze noch ein bisschen angenehmer. In Harvest Moon ist es ja immer vorgefertigt, wo die einzelnen Ställe und so weiter eben stehen. Kann man sich leider nicht selber nicht aussuchen. Oh, seht ihr, wurde einiges... weggepickt, anscheinend, von ein paar Krähen. Na gut, ich meine aber eh nichts, von daher halb so wild. 12 Energie haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Baum gefällt. Goodie, 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 goodie. Dann haben wir hier unten die ganzen Bäume noch mit hin. Am besten nicht so nah am Wasser. Damit hier nicht alles im Wasser eben letzten Endes landet, wenn wir das Ganze fällen. Ist ja nicht Sinn der Sache. Das ist ja perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Die Narzisse nehmen wir mal so mit. Das können wir verkaufen. Gibt zumindest ein bisschen Profit für den Tag. Heute werden wir anscheinend nicht so viel dann einnehmen. Jawohl. Das heißt, die Narzisse benutzen wir dann gleich bei der Kollegin, wenn wir hier nach oben gehen. Da ist ja meistens eine. Und die ist ja extremer Fan von Narzissen. Da können wir da schon mal ein bisschen punkten. Das ist halt vor ihr auch eine, vor allem. Oh! Wunderbar. Eindeutig die Voice Line. Oh, wir haben sogar fast 10.000, sehe ich übrigens gerade. Nice. Wir haben Freitag. Gemeinschaftszentrum. Ups. Okay. The fuck? Okay. Mal auf der Bank, wo, was? Östlich des Gemeinschaftszentrums. Das Gemeinschaftszentrum war hier östlich. Wo ist denn hier eine Bank? Und um 18 Uhr ist er auf dem Weg nach Hause. Ach, um 15 Uhr erst. Aber ich sehe ja keine Bank. Das ist so das Hauptproblem irgendwie gerade.
Dachte jetzt die Bank hier, aber... Ah, nee, Mayor Lewis. Never mind. Hier ist nirgendwo eine Bank, ist halt das Problem. Ach, hier. Ah, moin! Entschuldigung, wenn ich nicht getroffen... Achso, ja, wissen wir ja. Dachte ich mir schon. Schade. Na gut. Vielleicht kriegen wir ja genauere Informationen, wenn wir hier reingehen. Ebene 40 in den Minen. 20 haben wir mittlerweile. Gut. Warum uns zuerst gesagt wird, wir sollen einen Hühnerstein machen, wobei ein Silo erstens mal um einiges weniger kostet. Nicht nur von den Ressourcen her, sondern auch von der Kohle her. Und es einfach noch mehr Sinn macht, vorher ein Silo zu machen, weil man eben dann mit dem Silo erstmal das Essen für die Tiere überhaupt bekommt. Ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ein weiterer Vorteil allerdings übrigens hier in dem Fall bei Harvest Moon ist, ich glaube, sobald man gesagt hat, ich möchte hier das zum Beispiel auf meinem Hof haben, hat man es sofort bekommen. Hier dauert es halt ein bisschen. Je wertvoller, desto schwerer wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Frühling. Ah, okay. Belohnung. Belohnung. Belohnung Brücken. Wilder Meerrettich, Narzisse, Lauch, Löwenzahn. Okay. Naturressourcen quasi. Ach so, ja, logisch, macht Sinn. Exoten, Sommer, Herbst, Konstruktion. Belohnung ist alles dasselbe anscheinend. Aber gut. Ja, Moment. Kann man das nicht einfach hier rüberziehen? So? Dann, ja, okay, gut. Nicht, dass wir uns jetzt hier gejinxt haben übrigens. Ne, 300 Holz brauchen wir für den Hühnerstall. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr Zeit verbringen allerdings, um die ganzen... um die ganzen Bäume wegzukriegen natürlich. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein Großteil der Energie dann letzten Endes dafür drauf gehen. Das Gute ist ja am Freitag, das heißt am nächsten Tag, übernächsten Tag, haben wir Sonntag. Das heißt, wir können dann Mado wieder ein Geschenk machen. Vor allem, ich hätte gerne das Smaragd über den Kamin hängen. Das ist kein deutscher Satz. Davon abgesehen. Ich hätte gerne fucking Grammatik. Mein Gott. Man kann sich auch mal Mühe geben zur Abwechslung. Just saying. Ja, dann können wir das allerdings schon mal so machen. Das hauen wir hier rein. Genau, das ist die einzige Sache, die wir brauchen. Und dann natürlich noch ein bisschen Kohle, ist ganz klar, für die Hühner. Plus nochmal, wir haben jetzt 9100, also... Pff. Ganz easy alles. Random Samen haben wir ebenfalls. Die machen wir dann, glaube ich, auch alle in eine Reihe, damit wir wissen, dass da absolut, dass es absolut keinen Sinn macht, die Samen, die da sind. Jetzt hätte ich eigentlich nochmal in die Minen gehen können, aber naja. Weil viel können wir jetzt leider mit der Energie nicht machen. Ich kann nochmal ein paar Sachen natürlich rausholen. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich das absensen, weil es die Möglichkeit gibt, dass eben ein bisschen was davon eben als Heu direkt schon geliefert, dass es direkt schon geliefert wird als Heu in unser Silo automatisch. Deswegen habe ich die ganzen Patches an Gras noch hier gelassen. Okay. Es gab übrigens einen, glaube ich, der extrem angetan ist von Joja Cola. Und das ist einer, den wir tatsächlich als Heiratskandidaten eben annehmen können. Ich habe jetzt leider vergessen, wer es ist. Und komischerweise wird das weiterhin Joja Cola als Müll angesehen. Von daher ist die Idee auch erstmal gestorben. Ah, Löwenzahn, sehr gut. Okay, wenn wir Glück haben, finden wir sogar noch, was war es? Wilder Meerrettich war es einmal und Lauch, glaube ich, war es. Lauchboy. Die Sachen brauchen wir noch für die Town Hall. Ah, nicht für die Town Hall, sondern für Community Center.
Ich dachte, wir triggern direkt irgendwie eine Cutscene, sodass es dann hier irgendwie storymäßig weitergeht, je nachdem, was man als Story letzten Endes ansieht. Ah ja, hier war's. Genau. Boom. Achso, haben wir schon. Boom. Genau, will er Meerrettich und Lauch noch. Alles klar. Und Lauch auch. Wann? Ah, genau. Jetzt weiß ich auch, was ich eigentlich vorhatte. Das war ja nicht hier in der Town Hall, sondern in der Community Hall. Sondern in der Town Hall tatsächlich, glaube ich. Oder bin ich gerade? Wäldchen vor allem. Das nimmt sogar langsam Form an, seht ihr das? Nice. War das denn? Oder war das wirklich das? Das Haus, das irgendwie so kaputt war, dass man eventuell noch reparieren konnte? Gute und berechtigte Frage, naja. Halb so wild. Okay. Damit können wir eigentlich schon direkt in den nächsten Tag starten, weil allzu viel haben wir eigentlich gar nicht mehr zu machen. Relativ straightforward der Tag. Ich glaube übrigens, ich kann die Kollegin sogar nochmal beschenken. Übrigens fällt mir gerade ein. Schau mal. Ah, guck mal hier. Ein Herzchen schon fast bei jedem. Das ist schon mal super. Tatsache, ja. Abigail sehe ich irgendwie extrem selten. Was ein bisschen komisch ist. Ich glaube, Haley? War das die? Ich glaube, ja. Müsste sie sein, die wir immer hier mit der Narzisse beschenken. Also ebenfalls Heiratskandidatin, aber... An Madu kommt keiner ran. So viel ist schon mal sicher. Die Kollegin ist echt dedicated, mein Gott. Okay, viel Spaß damit. Kayako. Hell yeah. Gut. Achso, ja, was war morgen? Leichte Brise und eine Menge Pollen. Alles klar, kriegen wir hin. Werden wir überleben. Bin ich mir sicher. So, heute haben wir nicht wirklich viel gewirtschaftet. Gerade mal 50 Gold. Geht besser. Kriegen wir aber auch besser hin, gar keine Frage. 27!